Ja, wir sind heute nahe des Semmerings, oder gehört das noch zum Semmering? Ja, Schon? ist am Doch schon. Fuße des Semmering, am steirischen Semmering, ja. Wunderbar. In der wunderschönen Steiermark, und wir sind heute in einem herrlichen Gebäude. Und das hat ein bisschen einen historischen Background. Vor allem ist hier ein Museum untergebracht. Und warum es gerade hier untergebracht ist, werden wir jetzt erfahren. Ja, also sehr herzlich willkommen im Brahms-Haus Mürzzuschlag. Wir sind hier im wunderschönen Arkadenhof aus dem 18. Jahrhundert. Ein sehr schönes altes Hammerherrenhaus. Es hat ja hier viel Eisenverarbeitung gegeben und einer dieser Hammerherren hat dieses Haus hier gebaut und bewohnt. Und es war nicht nur durch Brahms geadelt worden, sondern es hat auch Kaiser Karl VI. 1728 hier zweimal genächtigt bei seinem Hofzug von Wien nach Graz zur Einweihung der Straße über den Semmering. Und Brahms ist es bei einem Sonntagsausflug 1884 besonders aufgefallen, weil es eben so behäbig und herrschaftlich ist und vor allem dicke Mauern hat. Und er konnte sich da umso besser vorstellen, einen kühlen, schöpferischen Sommeraufenthalt hier in Mürzzuschlag in diesem Haus zu verbringen. Brahms hat sehr häufig hier den Sommer verbracht und hat auch einige tolle Werke hier geschrieben, kann man das sagen Ja, so? Brahms hat 1884 sich relativ spät entschieden, wo er den Sommeraufenthalt zubringen wird und hat also im Juni 1884 ist er hierher gereist auf Anregung seines jungen Wiener Freundes Eusebius Mandischewski und war dann bis Oktober hier 1884 und ist im folgenden Sommer 1885 nochmals nach Mürzzuschlag gekommen in dasselbe Haus. Da hat er schon ein Jahr im Vorhinein eine sehr schöne Sommerwohnung gemietet, die auch heute Teil des Museums ist. Und er hat insgesamt über 9 Monate hier im Haus verbracht und vor allem seine ganz, ganz großartige 4. Sinfonie zur Gänze hier komponiert, sowie über 30 Lieder und Chorwerke. Die man, so wie wir wissen, in Österreich gar nicht so Anklang fand, sondern in Deutschland, so wie so oft es war, heute nicht wegzudenken. Ja, die 4. Sinfonie ist ein ganz, ganz besonderes Werk, auch innerhalb des Werkes von Brahms. Eine besondere Symphonie und vor allem aufgrund ihres besonderen vierten Satzes, dieses Variationensatzes, war das für die Zeitgenossen in Wien bei der ersten Voraufführung sozusagen auf zwei Klavieren im Ehrbarsaal nicht so leicht zu fassen. Also, obwohl es sehr kundige Freunde waren wie Hanslick und Hans Richter, der Dirigent, aber auch Billroth waren dabei, Max Kalbeck, sein späterer Biograf. Sie haben es nicht wirklich realisiert, was für ein Meisterwerk das ist. Und Max Kalbeck hat ihm sogar geraten, eigentlich große Teile davon zurückzuziehen und nicht zu veröffentlichen, weil sie ihm eine Peinlichkeit und einen Durchfall sozusagen des Werkes vermeiden lassen wollten. Aber Brahms hat sich nicht beirren lassen, hat es in Meiningen mit der herzoglichen Hofkapelle im Oktober 1885 uraufgeführt und dort ist es sehr, sehr gut angekommen, war auch sehr gut geprobt und ist bei der anschließenden Tournee durch Deutschland und Holland hat durchaus sofort einen großen Erfolg errungen, das Werk. Jetzt sind wir hier im Museum, da kann man einige wunderbare Sachen von ihm begutachten, ansehen. Wenn man jetzt mehr erwissen will über das Museum oder das Museum besuchen will, gibt es da bestimmte Zeiten. Ja, das Museum ist ganzjährig geöffnet, von Freitag bis Sonntag, von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Aber wir stehen gerne auch außerhalb dieser Öffnungszeiten nach Vereinbarung zur Verfügung. Wir sind ein privates Museum, also sehr flexibel und wie gesagt, wir machen natürlich auch Führungen entsprechend, sehr stimmungsvolle. Das Museum ist vielleicht ein bisschen ein Museum der anderen Art. Es ist nicht so trocken gemacht, es ist sehr erlebnisreich. Wir haben das gemeinsam mit dem Wiener renommierten Bühnenbildner Hans Kudlich gemacht, meine Frau und ich 1991. Und es hat auch einige Preise schon errungen, einen Europäischen Museumspreis, so das österreichische Museumsgütesiegel und das ist also auch steirisches Wahrzeichen. Wir vermitteln hier Johannes Brahms auf Sommerfrische, nicht nur hier in Mürzzuschlag, sondern wir zeigen ihm alle seine Sommeraufenthalte, weil Brahms die besondere Eigenschaft gehabt hat, dass er im Sommer sein gesamtes kompositorisches Schaffen eigentlich untergebracht hat, sozusagen. Im Winter hat er wenig komponiert, da hat er redigiert seine Werke, aber vor allem als Dirigent war er tätig und auch als Pianist hat er sehr, sehr viele Konzerte gegeben. Aber ich lade Sie herzlichst ein, gehen wir ins Museum, Gerne. dann sehen wir viel mehr davon. Wunderbar. Dankeschön. So, wir beginnen hier unseren Rundgang mit einer Ouvertüre. Das ist ein dunkler Einleitungsbereich.
der sozusagen unsere Gäste ein bisschen in die Zeit von Brahms einführen soll. Also wir zeigen hier wichtige Lebensstationen von Brahms, sein Geburtsort Hamburg, seine ersten Lehrer, seine wichtigen musikalischen Begegnungen mit Josef Joachim, mit dem Ehepaar Schumann, die ersten Zeiten sozusagen, wie Brahms nach Wien gekommen ist. All das wird hier vermittelt und in Folge dann auch haben wir einen kleinen Streifzug zu den deutschen und Schweizer Sommeraufenthalten in diesem Ouvertürebereich. Das heißt, das sind diese Schaukästen und im Hintergrund hört man Musik. Ja, es sind also so kleine Guckkastentüren, sehr liebevoll gestaltet, die man hier sieht. Und da zeigen wir eben zum Beispiel Brahms ersten Sommeraufenthalt in Winsen an der Luhe oder hier auch gleich Josef Joachim, der hier sozusagen eben die musikalische Welt eröffnet hat und Brahms zum Ehepaar Schumann gebracht hat. Ein Grund für Brahms war, dass er sozusagen die musikalische Tradition in Wien erleben wollte. Er ist ja gerade zur Ringstraßenzeit nach Wien gekommen und seine erste Tätigkeit war in der Gesellschaft der Musikfreunde als Konzertdirektor. Da hat er Konzerte sozusagen programmiert. Und vis-à-vis zeigen wir eben den Unterschied von Brahms Leben im Sommer. Auf der linken Seite, da ist er frei und ohne Krawatte und ohne Verpflichtungen. Der Terminkalender ist komplett frei und im Winter als Dirigent tätig und als Pianist. Also das ist sozusagen die Zweiteilung des Lebens. Und wir zeigen aber hier in diesem Ouvertürebereich auch die deutschen Sommeraufenthalte mit Baden-Baden, wo Brahms Clara Schumann häufig besucht hat in den 1860er Jahren. Sie hatte dort ein Sommerhaus gewidmet und Brahms war hier häufig Gast, hat aber auch auf die zahlreichen Kinder geschaut sozusagen. Und auch am Rhein war Brahms sehr gerne zu Fuß unterwegs. Also in Ziegelhausen am Rhein hat Brahms zum Beispiel auch geweilt und auch komponiert. Ein Klavierquartett, ein Rossetti zum Beispiel. Wir zeigen aber auch die Schweizer Sommeraufenthalte, wie hier zum Beispiel Rüschlikon, wo er also auch sehr gerne unmittelbar nach dem Zuschlag 1886, 87, 88 verweilt hat und den Sommer verbracht hat. In der Anfangszeit war Brahms auch gerne in Hamm bei Hamburg zur Sommerfrische. Das ist also mehr oder weniger ein Vorort von Hamburg. Brahms hat überhaupt seine Familie, die in Hamburg geblieben ist, sein Vater, seine Stiefmutter, die zweite Frau vom Vater Brahms, Caroline Schnack, auch seine Schwester Elise Brahms, hat er stets engen Kontakt gehalten und sie auch durchaus materiell immer wieder unterstützt, indem er zum Beispiel Bücher gesandt hat, in denen Banknoten eingelegt waren. Brahms ist ja ursprünglich eigentlich weggegangen, weil man ihn für die Konzerte in Hamburg nicht engagiert hat als Leiter und so ist er also mehr oder weniger ein bisschen enttäuscht weggegangen, aber natürlich später hat man ihm die Ehrenbürgerurkunde von Hamburg gegeben und also es wurde dann wieder alles wieder versöhnt sozusagen. Ja, wir sind jetzt hier in unserem sogenannten italienischen Gang. Wir zeigen hier die Italienreisen von Brahms. Brahms war ein ganz begeisterter Italienreisender, insgesamt ist er 10-mal in Italien gewesen, mit Freunden stets, mit Karl Goldmark, mit Billraud, mit Josef Victor Wittmann und anderen. Ist bis nach Sizilien hinuntergekommen und hat also dann als kundiger Reisender auch Tipps gegeben. Zum Beispiel Clara Schumann hat er eben den Tipp gegeben, kaufe dir ja für Italien nur Baedeker. Also er war mit seinem Baedeker-Reiseführer unterwegs und hat sich dort angestrichen, viele Kunstwerke, und es wird berichtet, dass Brahms oft zu Tränen gerührt war über diese prachtvollen Kunstwerke der Renaissance, die ihn sozusagen nach Italien gezogen haben. Natürlich auch das Essen, die Menschen, und vor allem konnte er sich ganz frei bewegen in Italien, weil er war dort nicht so bekannt. Also er hat dort auch nichts komponiert, er hat nicht musiziert, er war nicht als Pianist, als Dirigent tätig, sondern war wirklich Kulturtourist im besten Sinne des Wortes. Nicht? Und es wird berichtet, dass er auch versucht hat, die italienische Sprache zu lernen. Billraud hat sehr gut Italienisch gekonnt, Brahms hat das nicht so toll gekonnt. Und Billraud schreibt einmal, dass Brahms die wildesten Meeresviecher ist. Also er wollte sich auch ganz nach Art Italiens ernähren. Und er hat sich immer eine sehr gute Zeit ausgesucht, meistens von Februar bis April, wenig los ist, wo es noch nicht so heiß war auch.
Und er hat ihm selbst geschwärmt, dass er den Frühling dreimal erleben kann. Das erste Mal in Sizilien, das zweite Mal bei der Rückfahrt dann in Rom und das dritte Mal eben in Wien dann, wenn er zurückkehrt. Also es waren ganz besonders schöne Zeiten für ihn. Und er hat auch Stücke gesammelt aus Italien, kleine Ölbildchen von Venedig zum Beispiel. Oder was ganz besonders interessant ist, es gibt ein Marmorstück vom Forum Romanum aus Brahms Besitz, ist eine Leihgabe des Wien-Museums, das man hier sieht, und das ist in Brahms Nachlass, also heute sicherlich nicht unbedingt empfehlenswert, vom Forum Romanum Marmorstücke mitzunehmen. Das ist vielleicht nicht so. Es wurde das verkauft, da ist sogar ein Datum drauf, also das wurde sichtlich von Souvenirhändlern verkauft, also so sieht man die große Begeisterung für Brahms, für Italien. Und Italien war sicher eine wichtige Anregung für ihn, für sein Werk. Und bei einer dieser Italienfahrten auf der Rückreise ist Brahms auch in Pörtschach am Wörthersee sozusagen hängen geblieben und hat Pörtschach für sich entdeckt. Und ja, und hier sehen wir nun Brahms im ersten Sommer 1876, als er Pörtschach besuchte. Das war bei weitem noch nicht der Kurort, der renommierte, wie es dann später in den 1890er Jahren geworden ist. Er hat in Bosleenstein die ersten Zeit verbracht in Pörtschach. Dort hat er allerdings Bekannte aus Wien getroffen, die wollten ihn stets porträtieren. Das war die Freifrau Fanny von Pausinger, vom berühmten Hofmaler Pausinger, die Gattin, die auch sehr schön gezeichnet hat. Aber sie wollte Brahms porträtieren und das war ihm gar nicht recht. Im Sommer wollte er seinen Frieden haben und deswegen ist er dann vis-à-vis in das Haus des Kaufmannes Rappatz ausgezogen und hat dort die Sommer verbracht. Interessant ist vor allem auch, dass Brahms im ersten Sommer ohne Bart noch gesehen war. Also er hat sich in Pörtschach dann den Bart wachsen lassen. Also ein sehr wunderschönes Bild von Fritz Luckart, Wien 1876. So kann man sich Brahms vorstellen, wie er im ersten Sommer nach Pörtschach gekommen ist. Er war ja grundsätzlich nicht groß, war 1,57 Meter nur groß. Aber wenn man hier dieses prachtvolle Bild sieht mit den klaren Augen und Sie müssen sich blonde Haare vorstellen und blaue Augen. Also er hat schon die Damenwelt durchaus auch sehr begeistert. In Pörtschach hat Brahms zum Beispiel auch eine junge Geigerin entdeckt, die Marie Solder, die Dame, die man hier sieht. Mhm. Sie hat Brahms vorgespielt und er war so begeistert von ihrem Spiel, dass er ihr das beim Konzert in Pörtschach sie begleitet hat. Und das war ein sehr großer Erfolg und er hat sich schlussendlich nach dem Konzert zu Josef Joachim, seinem engen Freund, nach Salzburg vermittelt und dort hat sie vorgespielt und wurde in die Meisterklasse von Josef Joachim in Berlin in der frisch gegründeten Musikhochschule aufgenommen. Sie ist dann eine ganz bekannte Solistin geworden und hat auch ein Damenstreichquartett gehabt und war die erste Frau, die das Brahms-Violinkonzert überhaupt aufgeführt hat und hat von Brahms, weil er so begeistert war von ihr, dass er ein Prachtexemplar des Werkes bekommen mit einer ganz herzigen Widmung drinnen, wo er schreibt, dem lieben, tapferen Soldätle zur Erinnerung an den März 1885. Er hat mit den Wiener Philharmonikern und der Hans Richter hat sie das Violinkonzert als erste Frau aufgeführt und das beweist schon, wie gut sie gespielt hat. Brahms hat selbst gemeint, sie nimmt es mit 5 ihrer männlichen Kollegen auf der Geige. Nicht? Also die war wirklich ein großes Talent und hochmusikalisch und es war eine gebürtige Grazerin. Wir haben eigentlich bis vor wenigen Jahren noch Schüler von ihr hier im Museum begrüßt. Okay. Sie hat bis 1955 gelebt und so sieht man, wie nah die Geschichte eigentlich absolut, ist. Absolut, absolut. Und sie schreibt in ihrem Tagebuch, das man ja auch hier sieht, sehr, sehr entzückend, wie Brahms sie eben gefördert hat und eben neben ihr gesessen ist bei verschiedenen Gelegenheiten, Mittagessen und Einladungen. Und das ist, wenn man das liest, ist man hautnah sozusagen dabei. Mhm, nicht? Mhm. Und dieser Besuch in Eigen war leider von Missgeschicken insofern gezeichnet, als sie hat ihre Geige in der Kutsche liegen gelassen in der Sonne und von lauter Aufregung und hat auf das vergessen und dann wollte sie vorspielen, hat den Geigenkasten aufgemacht und dann waren die Seiten, das waren alles Darmseiten damals, waren von der Hitze gerissen, nicht? Deswegen heißt dieses Kapitel, wo wir das filtern, diese Episode, eben die Seiten waren von der Hitze gerissen, sie hat dann auf Joachims Geige vorgespielt, hat alles gut funktioniert, aber sie war halt natürlich schon sehr nervös, wie sie den großen Meister Joachim vorgestellt wurde. Ja, aber das Wichtigste natürlich in Pörtschach ist, Brahms hat dort wunderbare Dinge komponiert, so wie große Teile seiner zweiten Symphonie und seines Violinkonzertes.
Es war also ein extrem fruchtbarer, es waren extrem fruchtbare Sommeraufenthalte. Brahms selbst hat gemeint, am Wörthersee fliegen die Melodien, dass man sich hüten muss, keine zu treten. Okay. Also jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen in unserem Börtschach-Kapitel, dass wir hier nicht auf Melodien herumsteigen sozusagen. Aber Brahms hat das, also, wie gesagt, sehr genossen und hat also auch Klavierstücke Opus 76 dort komponiert. Also wirklich monumentale Werke, die wir heute sehr, sehr schätzen. Und er hat aber nebenbei trotzdem sich körperlich betätigt, ist als einer der wenigen Gäste schwimmen gegangen, früh morgens um 5 Uhr, wandern gegangen, war auf der Burg Leonstein, also er ist durch Wald und Wiesen gerauscht, was für ihn, für seine kreative Tätigkeit sehr wichtig war. Er dürfte überhaupt sehr viel, dort wo er den Sommer verbracht hat, da dürften die meisten Werke entstanden sein, was ich so mitbekommen habe. Er hat sozusagen immer sich schöne Plätze gesucht, wo er eben in Ruhe komponieren konnte, aber wie gesagt, er war Frühaufsteher, früh am Morgen ist in die Natur gegangen oder eben geschwommen und da ist sicher sehr viel in seinem musikalischen Kopfe vorgegangen, was er dann schon am Vormittag meistens zu Papier gebracht hat. Also sein Tagesablauf war streng geregelt und Brahms hat am liebsten, so wie man es auch hier sieht, auf Stehpulten komponiert, also die Kompositionsarbeit hat er am Stehpult gerne gemacht. Hier sieht man zum Beispiel die Regenliedsonate, die erste Violinsonate, die Brahms in Börtschach komponiert hat, Opus 78. Das ist das Autograph, also eine Kopie davon, aus der Wiener Stadt- und Landesbibliothek. Und ein ganz hinreißendes Werk. Und man sieht vor allem auch, wie Brahms eigentlich relativ leserlich und schön geschrieben hat bei der ersten Niederschrift. Also durchaus sehr, sehr spannend. Aber nicht fehlen durfte natürlich sein Kaffee. Wollte ich gerade sagen, Kaffee trinken. Der schwarze Kaffee, der steht immer noch hier. Und Brahms hat als besondere Eigenheit auch gerne mit Naturfeder, Gänsefedern geschrieben, zugespitzt. Also nicht mit Metallfedern, das war ihm zu hart, sondern er hat dann gerne diese Naturfedern benutzt. Nicht? Nebenbei liegt ja auch das Exemplar der Zeitung, die er dort gelesen hat, die musikalische Zeitung. Also wir erzählen hier wirklich nicht nur Geschichten, sondern es sind Fakten, wirklich nachgeprüfte. Und also da kann man ein bisschen reinfühlen in das Leben von Brahms in Börtschach. Schade ist nur, dass das Brahms-Haus in Börtschach leider nicht mehr erhalten ist. Das wurde vor einigen Jahren abgerissen, wo also Brahms diese wunderbaren Werke alle komponiert hat, weil im Schloss Leonstein steht zwar eine wunderschöne Büste von Brahms, ohne Bart, wohlgemerkt, ist die einzige Brahms-Büste, die es gibt, ohne Bart. Aber da hat er nicht so viel Zeit verbracht, also relativ nach wenigen Wochen schon rausgesiedelt wieder. Ja, wir wandern weiter nach Ischl in Oberösterreich. Ich sage bloß Ischl, weil zur Brahms-Zeit hat es noch nicht Bad Ischl geheißen. Das wurde erst später verliehen, das Prädikat Bad. Und in Ischl hat Brahms immer die gleiche Wohnung gemietet. Hier ist ein sehr hübsches Ölbild aus Brahms Besitz. Das ist in seiner Wiener Wohnung gehangen und zeigt eben das Haus, in dem Brahms im ersten Stock die Wohnung bewohnt hat. Er war ja über 10 Mal in Ischl und hat also dort vor allem seine ganze späte Klaviermusik, Opus 116 bis 119, aber auch sehr viel Kammermusik, die ganzen Klarinettenkompositionen, Streichquintett, all diese wunderbaren Werke sind in diesen Sommern in den 1890er Jahren in Ischl entstanden. Und dort war aber auch sein Kontakt zu Johann Strauss sehr eng. Also er hat dort, Johann Strauss hat eine Villa gehabt in Ischl und hat ein reges gesellschaftliches Leben gehabt. Und Brahms war also häufig zum Café. Sieht man hier, ist ein sehr nettes Bild mit Adele Strauss bei der Kaffeeterrasse, der Villa Strauss in Ischl, die leider auch nicht mehr existiert. Aber er hat ja, wie gesagt, war sehr begeistert von Johann Strauss und von seinen Werken und vor allem auch von Josef Strauss. Also das war auch für ihn ganz, ganz große Liebe und hat auch gerne Gesellschaft immer wieder Werke von Strauss gespielt, auch von Josef Strauss. Zum Beispiel gibt es die Libelle sogar als Schallaufnahme, als von Brahms selbst gespielt, als Paraphrase. Ja, und Brahms hat aber halb Wien eigentlich getroffen. Im Gruppenbild sieht man, dass eben halb Wien sich in Ischl eingefunden hat. Natürlich nicht zuletzt deswegen, weil Kaiser Franz Josef hat seine Sommer regelmäßig in Ischl verbracht. Und dann hat man sich eben, obwohl sowohl Adelige als auch Bürgerliche, sehr gerne im Umfeld des Kaisers aufgehalten. Und wenn wir also von links starten, hier sehen wir Ludwig Bösendorfer, den Klavierfabrikanten im karierten Sakko, dahinter den Pianisten Julius Epstein, der auch Lehrer am Konservatorium war in Wien. Hanslick, der Musikwissenschaftler und Kritiker, also mit halb geschlossenen Augen, darunter sitzend, als jedes Mal die Chefs geht, der Herr mit dem schwarzen Vollbart, dahinter stehend und dann rechts davon unverkennbar Johann Strauss mit seiner Frau Adele.
Und dann Brahms hier auch schon, wie gesagt, in den 1890er Jahren mit weißem Vollbart. Daneben sitzend Theodor Billroth, der hat in St. Gilgen seine Sommervilla gehabt. Brahms hat von Ischlin sehr häufig dort besucht. Und dann gibt es drei Herrschaften, die haben eigentlich nicht zum Brahms-Kreis dazugehört. Das ist Anton Bruckner, der hat die Orgel gespielt bei der Hochzeit von der dahinterstehenden Marie Valerie. Die Kaisertochter hat in Ischl geheiratet und Anton Bruckner war als Hoforganist mehr oder weniger verpflichtet, auch bei solchen Gelegenheiten in Ischl Dienst zu machen. Und natürlich Kaiser Franz Josef, der eben, glaube ich, über 80 Sommer in Ischl verbracht hat. Nicht? Also heute ja noch die Nachfahren die Kaiservilla besitzen, die Nachfahren von der Marie Valerie sind das. Und Ischl ist ja stark kaiserlich geprägt. Absolut, ja. Nach wie vor zum Kaisergeburtstag, 18. August. Und wir haben die Ehre, hier vom Brahmshaus in Ischl die originale Veranda übertragen zu können. Also die wurde dort weggerissen und wir haben sie also hier dankbar aufgenommen, sozusagen als sommerliches Symbol für die Brahmschen Sommeraufenthalte in Ischl. Die wurde extra vom Hausherrn des Brahmshauses für Brahms gemacht, damit er sozusagen dort bei vielem Regen vor seine Wohnung treten könnte und das Wetter genießen konnte. Nur leider hat es Brahms selbst nicht mehr erlebt, weil das ist 1897 gewesen und im April 1897 ist Brahms dann nicht so alt geworden eigentlich. Naja, er war 63, ja, oder 64. Aber wie gesagt, es ist ein sehr hübsches Stück. Diese Bank, wie gesagt, die ist im Salettl gestanden, wie man auch im Bild sieht. Und auf der hat man uns gesagt, ist Brahms sehr häufig gesessen. Im Salettl, neben seiner Wohnung in Ischl. Und wie gesagt, wir dürfen weiterschreiten. Wir gehen zum nächsten Sommeraufenthalt. Einen Sommer hat Brahms im Pressbaum verbracht, weil in Ischl mal ein Sommer sehr, sehr verregnet war. So ist Brahms nach Pressbaum, gleich neben Wien, gekommen und hat dort sein unvergängliches und einzigartiges zweites Klavierkonzert in B-Dur komponiert, das man im Hintergrund hier auch sehen und hören kann. Eine sehr schöne historische Aufnahme mit Christian Zimmermann, Leonard Bernstein und Wiener Philharmonikern aus den 1980er Jahren. Und da kann man einmal auch eintauchen wirklich und Musik von Brahms in seiner vollen Schönheit sozusagen erleben. Und wir zeigen aber auch hier die Eisenbahn. Die Semmeringbahn. Das ist ein Stück aus der Semmeringbahn, ja, das wir hier als Modell dargestellt haben. Brahms war ja ein begeisterter Eisenbahnfahrer. Nicht? Er hat seine Sommeraufenthalte auch immer ausgesucht nach der Erreichbarkeit mit der Eisenbahn. Und so war das in Würzburg, aber er konnte auch nach Ischl schon mit der Eisenbahn fahren. Oder nach Börtschau natürlich. Und so haben wir, also wie gesagt, Brahms war auch in Würzburg mit etlichen Eisenbahnen in Kontakt und hat sich getroffen beim Mittagessen, sind sogar in seinem Notizkalender erwähnt, nicht unter anderem der Bahnarzt Dr. Alfons Morawitz, der mit Brahms hier in engerem Kontakt war und der eben, wie gesagt, von Brahms im Notizkalender notiert worden ist. Und der war Bahnarzt und Akkuscheur. Akkuscheur ist auch ein ganz seltener Ausdruck. Ja, kenne ich gar nicht. Eigentlich kaum ein Museumsbesucher. Einer hat es einmal gewusst. Das ist ein Geburtshelfer. Ah, okay. Also wenn man sich vorstellt, dass die Eisenbahn mit den Semmering doch ein bisschen gerüttelt hat, nicht, und man ja nicht so ruhig gefahren ist wie heute, dann war wahrscheinlich der Geburtshelfer in Würzburg am Bahnhof vonnöten wahrscheinlich. Sicher ganz wichtig. Ja. Vor allem das einzige Problem war nur, er war erst einmal emeritierter Militärspitalsarzt, also nicht mehr ganz jung wahrscheinlich. Und er hat nur von 7 bis 9 Uhr ordiniert. Okay, also man hat sie ein bisschen aussuchen, wann. Man musste relativ pünktlich sein, ja. Aber er war vielleicht außer dieser Zeit auch erreichbar. Ja, hier schreiten wir vorbei an einer sehr hübschen Szenerie. Und zwar, wir zeigen hier eine Backszene. Brahms backt hier ein in seiner Wiener Wohnung. Das ist also alles Originalmobiliar aus der Wiener Wohnung. Und hier zeigen wir seine Kaffeemaschine, seinen Tisch, sein Besteck, sein Kulturbeutel, sozusagen Teile von seiner Kleidung, Hausschuhe und wie gesagt, die ganzen Möbel sind aus der Wiener Wohnung, sind Leihgaben des Wien-Museums, die wir dankenswerterweise hier erhalten haben. Und hier packt sozusagen Brahms ein für den nächsten Sommeraufenthalt und das ist jetzt gleich Mürzzuschlag.